Irgendwann müssen wir alle sterben. Manche früher, manche später. Es ist dies eine unangenehme Wahrheit, mit der jeder Mensch sich irgendwann einmal auseinandersetzen muss. Schon jetzt deprimiert? Nun, dann sei angeraten, einen großen Bogen um Oninaki zu machen. Dort ist der Tod nämlich allgegenwärtig. Die Lösung für ein Elternpaar, das ihren Sohn nicht allein ins Totenreich gehen lassen will, gleich zu Beginn des Spiels? Der Freitod. Und zwar durch unsere Hand. Als wir ihnen ihren makabren Wunsch erfüllen, wird der Bildschirm schwarz, das Geräusch unserer Klinge ist zu hören und der Spieltitel wird eingeblendet. Zack, das hat gesessen. Wenn Menschen in der Welt des Abenteuers sterben, sind sie nicht einfach weg, respektive wandern automatisch ins Totenreich. Nein, sie müssen erst von sogenannten Wächtern dorthin geleitet werden. Sind die Herzen jener, die in der Welt der Lebenden zurückbleiben, zu sehr mit Trauer erfüllt, so verwandeln sich die Verstorbenen in unbarmherzige Monster. Einer dieser die seelenleitenden Wächter sind wir. In dieser Funktion haben wir auch der düsteren Bitte der trauernden Eltern Folge geleistet. Worauf die Handlung genau hinauslaufen wird, lässt sich noch nicht sagen. Da ist auf jeden Fall dieses seltsame Mädchen namens Fen, welches seit unserer Kindheit und offenbar nicht alternd in unseren Gedanken auftaucht. Und da ist auch der bösartige Nachtteufel, welcher Seelen bewusst davon abhält, ins Jenseits zu gelangen. Viele Elemente der Handlung entspringen dem JRPG-Einmaleins. So erwarten uns unsere beste Freundin aus Kindheitstagen, ihr gestrenger Vater und andere Figuren und Begebenheiten, die man so schon unzählige Male gesehen hat. Aber eben immer gemischt mit jeder Menge emotional extrem harten Tobak. Unsere erste Mission nach der Zusammenführung des verstorbenen Sohnes mit seinen Eltern führt uns auf die Suche nach einem Selbstmordclan. Entgegen der Regeln der Spielwelt haben sich die Mitglieder das Leben genommen. 30 ruhelose Seelen mit dem Potenzial, sich in Monster zu verwandeln. Diese Verwebung von serialen Problemen mit Fantasy-Elementen hat jede Menge Potenzial. Spielerisch hingegen wird klassische, aber ebenfalls vielversprechende Kost geboten. Wir wählen die Orte, die wir besuchen wollen, auf einer hübsch gestalteten Übersichtskarte aus und erledigen dort Haupt- und Nebenmissionen. Gut 30 bis 40 Stunden soll es nach Entwicklerangaben dauern, die Haupthandlung durchzuspielen. Will man alles erledigen, entsprechend länger. Sind wir nicht gerade in Städten unterwegs, kaufen Items und plaudern mit NPCs, so verschlägt es uns in deutlich gefährlichere Gebiete. Monster streifen hier umher und es liegt an uns, ihren Existenzen ein Ende zu bereiten. Die rundenbasierten Gefechte der beiden geistigen Vorgänger I Am Setsuna und Lost Sphere sind Geschichte. Stattdessen laufen die Kämpfe völlig in Echtzeit ab. Tatsächlich sind die rein auf unsere Figuren bezogenen Aktionen dabei stark beschränkt. Lediglich einen Standardangriff ausführen und uns mit Items heilen können wir. Für alle anderen Aktionen benötigen wir unsere sogenannten Dämonen. Dabei handelt es sich um spezielle Geister. Vier von ihnen auf einmal können wir mit uns führen und jederzeit zwischen ihnen wechseln. Durch sie erhalten wir einen Ausweichmove, der von Dämon zu Dämon anders ist. Mit dem weiblichen Geist Aisha an unserer Seite etwa können wir eine Art kurzen Sprint ausführen. Der deutlich wuchtigere Zaf ermöglicht es uns, einen Sprung zu vollführen. Was für welche Situation besser geeignet ist, hängt vor allem von den Feinden ab. Mit weiteren Dämonen kommen weitere Bewegungsmanöver hinzu. Zusätzlich beeinflusst der gewählte Dämon unsere Bewegungsgeschwindigkeit und die Waffe, die wir schwingen. Etwas an Diablo erinnern die aus einer Auswahl an Angriffen wählbaren Attacken der gewählten Dämonen. Diese werden auf bis zu 4 Buttons gelegt und dann ausgelöst. Nach Einsatz muss ich erst eine entsprechende Leiste wieder füllen, bevor die Attacken wieder verwendet werden können. Und als kleines Risk-Reward-System erwartet uns eine Prozentleiste, die unsere Verbundenheit mit dem gewählten Dämon anzeigt. Steigt sie auf 100, erhöht sich unsere Angriffskraft. Lassen wir sie noch weiter steigen, schlagen wir noch härter zu, büßen dann aber massiv Widerstandskraft ein. Das Kampfsystem ist nicht sonderlich kreativ, funktioniert aber gut. Man findet schnell in die unterschiedlichen Systeme hinein. Und dank Loot, verschiedener Talentbäume für unsere Dämonen und anderen Anpassungsmöglichkeiten lässt sich unser Held relativ individuell gestalten. Lediglich der Ausweichmove zerrte teilweise beim Anspielen an unseren Nerven, da er bereits gestartete Aktionen wie Angriffe nicht unterbrechen kann. Kämpfen wir gerade nicht, erforschen wir die verschiedenen Abschnitte, öffnen Schatzkisten und mehr. Der Clou? Jedes Gebiet existiert in zwei Versionen. Als Wanderer zwischen den Welten der Lebenden und der Toten können wir jederzeit frei zwischen diesen beiden Realitäten wechseln. Ratsam ist dies allerdings erst, wenn wir in jedem Areal einen besonders markierten Feind erledigt haben, der ein spezielles Portal zum Totenreich enthüllt. Ansonsten ist diese Dimension in Schatten gehüllt und selbst schwache Widersacher erledigen uns mit nur einem Schlag. Viele Umgebungsrätsel erfordern den geschickten Wechsel zwischen den Welten. Zumindest in der Anfangsphase des Spiels fallen diese aber noch sehr rudimentär aus. Aber andere Feinde als in der Menschenwelt und das düstere Design verheißen Potenzial.
Technisch ist der Titel durchaus ansprechend. Nein, ein Blockbuster-Budget stand den Entwicklern von Tokyo RPG Factory definitiv nicht zur Verfügung. Die 3D-Welt wirkt aber in sich stimmig gestaltet. Die Kamera ist zwar nicht frei drehbar, doch in Zwischensequenzen und besonderen Momenten wird mit hübschen Kamerafahrten gearbeitet. Interessant? Prinzipiell ist Uninaki ein ziemlich farbenfrohes Abenteuer, was im krassen Gegensatz zu der düsteren, melancholischen Geschichte steht. Auch die Soundkulisse ist gelungen, die Musikstücke untermalen das Geschehen passend. Auf eine englische oder gar deutsche Synchronisation wurde verzichtet, stattdessen ertönen die Dialoge im japanischen Original. Das passt gut. Schade bloß, dass vergleichsweise wenige Momente vertont sind. Meistens ist man auf Lesen angewiesen, dann aber freilich englischer oder deutscher Bildschirmtexte. Das JRPG-Rad neu erfinden wird Uninaki nicht. Es setzt bewährte Gameplay-Tugenden aber gut um und vermengt sie mit einer interessanten, düsteren Atmosphäre. Von den drei Spielen aus dem Hause Tokyo RPG Factory ist dieses hier definitiv das ambitionierteste. Übrigens, wessen Interesse an dem Spiel geweckt wurde, der kann sich ab dem 23. Juli eine Demo herunterladen. Diese umfasst den Anfang des Abenteuers. Der Spielstand lässt sich sogar übertragen, sollte man sich für den Kauf des Titels entscheiden, wenn er am 22. August für PC, PS4 und Nintendo Switch erscheint. Kein Rollenspiel, aber ebenfalls düster, das Horror-Adventure Man of Medan, welches wir in unserem Vorschauvideo unter die Lupe nehmen. Oder habt ihr Lust auf etwas leichtere Kost in God of Duty? Diese und viele weitere Inhalte findet ihr auf pcgames.de.